Moin Moin, mein Name ist Heinrich der Löwe und mit mir spielt die Mathilde und Shenzi und Rambo. Nee, der heißt Rambi. Rambi. Oh, wir haben einen Rambo, ein Rambi. Und natürlich Rambi, Donkey Kong. Ramimbi, Rambambi und Rambombo. So, wir haben uns jetzt nochmal auf den Weg zur Schwarzen Galeone gemacht. Wir haben das ein bisschen abgekürzt, dass ihr nicht den ganzen Weg sehen müsst. Weil wir ja auch einen Tipp bekommen haben, dass man da irgendwo hochklettern konnte. Da fällt mir eigentlich, lerne ich mal ein bisschen schänden. Ja, wir müssen mal gucken, wo Geister waren, ne? Oh, ein bisschen auslernen, ist ganz gut. Aber nebenbei haben wir schon ein bisschen Spinnen gejagt. Oder die haben es uns gejagt. Kohle abgebaut. Und wir werden diesmal auch ein bisschen schlauer sein und hier in der Nähe irgendwo, wo es halbwegs sicher ist, Bettstatten aufstellen. Weil wir wahrscheinlich auch nochmal hoch zur Galeone gehen werden. Und ja, das lief ja letztes Mal so ein bisschen. Deswegen, das lief doch super letztes Mal. Aber wir hätten mal sind auf jeden Fall drei Krokus. Mir fiel gerade ein, wir hätten mal Reservewaffen mitnehmen sollen. 4 Krokus. Krokotal. Steinnase. Guck hier mal so hoch. Hier war irgendwo. Irgendwo war ein Durchgang, wo man so hochklettern konnte. Ich guck hier mal zu. Ist auch ein Durchgang, aber ich guck gerade erstmal, wo man sicher eine Bettstatt hauen könnte. So halbwegs sicher wenigstens. Komm ich da oben? Du bist jetzt hier lang gelaufen? Ich bin hier sozusagen rechts den Flussarm gefolgt. Rechts im Flussarm. Jo. Zu den Steinnasen hoch oder nur dran vorbei? Nee, da geht's ja hoch zur Galeone. Ja, ja. Da bin ich noch nicht hin. Hier sind Steinnasen, das ist doof. So, da könnte es nämlich sein, dass man da gut seine Bettstatt positionieren kann. Ja, aber wenn da... Ach, da oben. Ja, hier. Ich mach's hier. Ah, hier. Beim Anker. Hier ist super. Oh, hier ist ein Bilderbuch. Notfall-Spawnpunkt. Der ist traumhaft. So, und damit ich auch weiß, wo, wenn mein Shenzi bleibt. Wache hin? Ja, ich weiß, du willst gleich. Ist ja doof. Dann packe ich meins auch zu dir da oben. Ich hätte es am liebsten unten gelassen, aber. Weil hier hat man ja gleich Stress mit den Steinnasen, habe ich ja keinen Bock drauf. An den kannst du ja aber dann erstmal vorbeilaufen, ne? Ja, es ist klar. Das ist erstmal ein relativ sicherer Ort. So, und da kann man auf jeden Fall irgendwie hochklettern. Da ist irgendetwas. Wo kannst du hochklettern? Hier, wo der Anker ist. Da ist irgendwas. Es gibt hier mehrere Anker, ne? Nur so. Ja, da wo ich jetzt gerade bin. Ich und weiß ja nicht, wo du bist, darum frag ich ja. So, ich mache mich mal ein bisschen nackig, damit ich besser klettern kann. Auf deiner Seite. Wo bist du denn jetzt? Ja, nicht bei dir. Ja, Entschuldigung, ich dachte, weil du da das Bett aufgebaut hast. Ja, bist du schon Kilometer weiter gerannt, ich weiß. Nee, wie immer. 100 Meter. 100 Meter, ja. Ich habe dich aber von der Entfernung nicht gesehen, den Anker habe ich gesehen, ja. Da willst du hoch. Deswegen habe ich mich nackig gemacht. Stelle ich dich hier mal als Wache ab. Nicht zulässig. Dann leck mich am Arsch. Wo hast du deine Sachen reingeschmissen ins Tier? Nö, die habe ich einfach in meinem Inventar. Und dann ist man schon leichter. Ja. Okay, hier ist auf jeden Fall noch keine Kiste. Keine Kiste? Hier noch nicht. Aber ich habe das Gefühl, es kommt ein Sandsturm. Das ist schlecht.
Aber hier ist so eine kleine Höhle. Ja, das ist ein Sandsturm. Vielleicht haben wir hier Glück und überleben hier. Yep, das ist, Hier ist volle Zuflucht. Dann schnell hoch da. Aber ich glaube, das war nicht das, was gemeint war. Ich glaube, im Lager gab es da bestimmt noch eine Möglichkeit. Stimmt. Aber hier ist Zuflucht. Dann ach, auf der anderen Seite, guck mal. Yippie-yay, Schweinebacke! Wuhu! Oh, da ziehe ich mich aber erstmal wieder ab. Scheiße. Das sind sogar ziemlich gute hier. Wie kletter ich? Aha! Trifft mich aber jemand ganz gut. Oh, da kommen noch mehr, Mensch. Lauf. Warum heile ich mich nicht? Jo, das war's. Gib mir mal Deckung. Ah. Nein. Kletter hoch, hoch. Na, oder auch nicht. So, gut. Spring die nach? Nee, ne? Gut. Ah, Rambi, du bist im Weg. Ein Nashorn war nicht oben, oder? Dein Nashorn ist hier noch. Ja, perfekt. Und es kämpft. Nein. Gut. Ich bin im Nashorn drin, das ist cool. Ich kletter auf dem Nashorn, das ist noch cooler. Herzentime. Nachschubmaterialien. Herzentime. Hast du schon alle entherzt, oder? Nein, nur einen. Herzentime. Der war nur Arme, diese Sau. Oh, hier ist eine Truhe. Wo ist meine Hühner? Ey. Du kleine Sacknah, du. Alter. Amimbi, mach ihn fertig. Zeug. Da bist du. Wofür kann ich ja gar nicht fressen, um mich zu heilen hier? Stiefel. Steinkeule kann raus. Oh, ein Haken rechts. Was kann ich damit machen? Ups, hat er wohl gefressen. Es ist manchmal echt saublöd, dass man nicht sieht, welche Inventare bei mir belegt sind oder nicht. Jetzt verschwinden bei mir wieder ja. Gegenstände. Das ist auch einfach Fuck. Da hinten ist noch eine Truhe. Naja. Okay. Das war zwar nicht das, was wir eigentlich gesucht haben, aber trotzdem. Ja, gut. Dann sind wir da, ne? Oh, warte. Da sind mehrere. Auf welchen willst du schießen? Ich würde sagen, links die, oder? Okay, links. Feuer. Ah, er läuft. Schade. Ja, lassen wir die mal herkommen. Brave Hyäne. Aua. Aua. Ich verstecke mich hinterm Nashorn. Macht alles platt. Naja, Archer Stufe 3. Lass mich mal durch.
Oh, er ist tot. Warte mal, hier sind irgendwo Geister oder so. Vorsicht, da kommt noch mehr. Achtung. Ja, links. Ah. Oh, ich muss weg. Oh, ich bin gerade. Ich hab Hunger, ich muss essen. Abi, mach doch was! Steck mich mal hinter dir, du fettes Nilpferd. Ashorn, whatever. Oh, das steht. Oh, da ist einer runtergefallen. Oh. Da hat einer Plumps gemacht. Den hole ich mir mal. Hallo? Wo bist du denn hin? Hast du Plumps gemacht? Ach, ich treffe dich gar nicht. Toll, es waren hier gerade Geister und ich konnte die nicht sehen, weil hier... Ich auch nicht, aber... Oh, da ist auf jeden Fall was zu lesen. Shenzi geht voll ab. Warte mal, jetzt kommen gerade Geister wieder hier. Ach ja, so beim Text sind sie. Ja, aber ich will den Text ehrlich gesagt nicht lesen. Nee, nee, wenn hier noch Gegner sind. Wo ist denn Shenzi? Wo ist denn ein... Shenzi ist da oben, hat gekillt. Okay, jetzt scheint es etwas ruhiger hier zu sein, dann lesen wir mal den Text. Wie erfrischend, etwas zu essen und die Gesellschaft von Männern und Frauen, die mir gefallen. Ich wurde mit offenen Armen und oben willkommen geheißen. Die Männer buhlen um meine Gunst und viele haben mich zu ihrem Eigentum erklärt. Meine Fähigkeiten kommen mir hier wirklich zugute. Ein kurzes Zwinkern hier, ein lockender Finger da und dazu im richtigen Moment ein geheimnisvolles Lächeln. Sie stehen am Eingang meines kleinen Zeltes praktisch Schlange. Beschützt mich, flüstere ich, während sie mein Gemach betreten und schon schwören sie ewiges Geleit. Behütet mich, lehe ich, wenn sie ihre Hirschfelle über uns legen und sie versprechen, dass es mir nie an etwas fehlen wird. Daran könnte ich mich gewöhnen, aber ihre Anführerin beobachtet mich. Sie ist eigentümlich und wird von ihren Männern respektiert, geht aber nie mit einem davon ins Bett. Immer behält sie die Ruinen im Südwesten im Blick. Welche Schrecken verbergen sich wohl dort? Du. Oh, da ist doch wer. Hier sind überall Leute. Ja. Also die da. Wir schlachten uns hier einmal durch, Bang, ne? Ja. Kriegen wir den einzeln angelockt? Shenzi, fass! Shenzi ist eine Killermaschine. Der geht gleich zum nächsten, ne? Da sind aber diesmal drei. Ey! Läuft er bei mir vorbei. Ey, wie geht's? Alter, der hat ausgewichen. Ach, scheiß Superattacke da. Boah. Locker. Boah, Junge. Ich komme nicht zum Kämpfen, der ist... Boah. Ich will auch was schlachten. Na gut, die können wir mal entkernen. Entherzen. Jetzt wird gesegnet. Haben wir die da auch schon entherzt? So. Wo ist denn dein Süßer? Ihr lecker Ärmchen. Miam, 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 miam. Mein süßer Shenzi trinkt schon ganz viel. Ja, wenn ich jetzt hier noch ein paar Slots hätte, wo ich was reinpacken kann, aber irgendwie... Oh, jetzt ist da was drin. Ist ja fantastisch. Das ist Müll. Oh Gott, wie viele sind hier noch? Ja, der ganze Hof ist hier voll, ne? Welche wollen wir nehmen? Ja, nehmen wir die linken da. Lass mich aber auch nochmal einen Bogen nehmen. Und Feuer. Ach so. Ach, die meintest du.
Ja, ich weiß nicht, was du meintest, aber es kommt was. Hier gibt es auf jeden Fall ein paar wertvolle Leute. Das ist so ein Geschlachte mit unseren Helfern. Hast du wieder ein paar Ärmchen verdient? Ärmchen. Mag er nicht mehr. Okay, doch nicht. Nicht genug Inventar. Dann hau es raus. So, welchen nun? Ich hab mich angemalt. Hast du Kacke im Gesicht? Nein, das ist Kriegsbemalung der schwarzen Hand. Ah, okay. Ah, hier ist er. Ach, der lebt noch, ich dachte, tot. Guck mal, haben die da einen überfallen? Oder wollen die zum runterschmeißen? Ich habe keine Ahnung. Wer hat die Arme so oben? Wollen wir den hintersten nehmen? Den rechten? Ja. Okay. Von irgendwas wurde ich geschossen. Hinter dir! Oh, hier ist ein Zuchtmeister dabei. Oh, jetzt schmeißt er den anderen auch runter. Ups, ich bin da drin. Killst du gerade? Ich helfe dir. Ne, ich helfe dir nicht mehr. Hier ist, glaube ich, ein Boss oder so. Die guckt so grimmig. Boss, der grimmig guckt, ja, die wieder so runterkommt. Bestimmt die Chefin. Blackhand Captain. Boah, ich hab richtig gelegen, ich bin cool. Ah, ich sehe nichts. Oh, sie ist schon tot. So. Kannst du mal gucken, was er hat. Oh, die Leiche liegt unten. Ah, da, 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 da. Herzlich willkommen im Herzclub. Und hat sie was Cooles dabei gehabt? Ja, 3 nachhaltige Mahlzeiten. Oh, gut. Boah, 15 Herzen. Ja, ich konnte leider noch nicht ganz so viel segnen. Aber hier sind ja noch ein paar, die gesegnet werden wollen. Ich habe sogar Eisen von denen zum Teil gekriegt. Eisenbarren. Ja, da habe ich einige bekommen. Kannst du bei Shenzi reinpacken? Der hat schon. Nee, ich kann mal mein Kram reparieren. Shenzi, Fass! Ja, super, dass er sich im Weg stellt. Lass uns durch. Ganz zur Seite mit dem dicken Popo. Ah, hier auf der anderen Seite sind noch ganz viele. Da unten sind auch noch. Waren wir da oben schon? Nö. Sieht man ja, sind noch Leute. Und irgendwo gab es doch jetzt hier einen geheimen Aufgang oder so, ne? Ja, ja. Aber dann müssen wir von unten kommen. Ich denke mal, der wird hier oben irgendwo sein. Oh, da tanzt auf jeden Fall jemand. Das ist 3, 4, 5 Leute. Das kriegen wir. Und der eine hat uns, oder die eine hat uns gesehen. Na los, komm her. Und sogar 6. Oh, was? Ein Träger. Jo. Oh, der. Oh. Jetzt sind alle alarmiert. Ich bin in mein Nashorn gefangen. Okay, ich nehme ihn nicht mehr mit. Jetzt bin ich im Segel. Gut. Jetzt kämpfe ich wieder. Wuhu!
Truhe. Goldstaub. Shenzi, kann ich dir noch was geben? Shenzi? Shenzi, wo bist du? Bist du Mädchen? Hast du die Leichen schon gesegnet hier oben? Super. Ah, da hinten sitzt noch einer. Hi. Hey! Ich würde sagen, den hat Rambi runtergeschubst. Nee. Ach, hier an der Seite geht's noch weiter. Boah, da gehe ich aber nicht hin. Da sind mir die Tiere. Da fliege ich ja runter. Ah, ich renne mal weg, damit. Rambi rennt da durch. Ah, hier spawnt schon wieder welche. Oder hier unten links waren wir noch gar nicht in der Höhle. Dann gehe ich da mal hin. Warte, ich komme mit. Oh, hier sind auch mehrere. Oh. Oder ist das eine Leiche, die hier liegt? Okay, ist tot. Ja, segne mal. Wo ist der Zettel? Katze, alles okay? Schlecht geträumt? As ordered, we tracked the deserters into the southern desert. Ja, we alles found gut, Kleine. Here, hidden in the shelter of a rocky outcrop, muttering to himself. Of the others, there were no sign. I asked Colby to tell me what happened, and I got this wild tale, which I've written down in full. We weren't deserting. We was off hunting for treasure. Jacoby had it in his mind that them bloody ruins, the one that the bracelet calls the observatory, was full of treasures. Jacoby got me and the boys to follow along, and he took us to the cliff with a length of stout rope and a plan to go climbing. Well, the ascent was steep and dangerous on account of us doing it during the night time to avoid them cannibals as haunts the area. But we picked a nice clear night with a full moon and got ourselves to the very top. Say, I didn't like them ruins from the moment we got there. Just a pile of black, brooding stone in the moonlight, and no treasure in sight. Jacoby starts poking around, looking for the treasure and all, and he uncovers one of them glowing tablets. Ich auch nicht, you know the one. Können wir weitergehen. Talking about constellations and star signs. And the crew starts swearing and cursing Jacoby for dragging us up for nothing. And then it came. Ja, die ist jetzt wach, ne? Ja, die macht jetzt gerade hier den Milchtritt da an meinem Oberschenkel. So, hier waren wir. Da unten spawnen schon die Gegner neu. Okay. And when it reared up, the wings blotted out the moonlight. It took Jacoby first. Just snapping forward and tearing his head clean off. Irgendwo sollen wir noch hochklettern. Ja, da müssen wir aber ganz runter. Ganz runter, okay. Hier? Welches? Ich kann ja da erst nochmal auf die andere. Ja, hier, unser Tier. The rope was swaying and slapping me into the cliff face. And I was scrambling and then. It let go. And I failed. Off the tree and passed out. When I awoke, there was a moon here in the desert. Absturz! Leiche ist weg, ja? Ja, ich versuche gerade über die Brücke zu kommen, ohne dass eins unserer Begleitertiere mich hier runterschubst. Personally,
ist keine Chance, ey, bei dem Nilpferd. Das ist, glaube ich, ein bisschen zu heavy. Auf der anderen Seite ist ja auch noch was. Da hat mich gerade was angeglitzert. Oder war es nur irgendwie Zufall, also Lichteffekt? Unten, wenn man unter einem Steinbogen durchgeht, soll da irgendwo ein Geist hochklettern. Hey, hast du mir zugezwinkert? Die Schätze. Oh, die sind mehrere. Brauchst du Hilfe? Nö, jetzt hab ich's. Okay, dann guck ich mal, ob ich da irgendwo unten den Geist finde, wo man hochklettern kann. Ist natürlich super, wenn es dunkel ist. Alle Geister sollte man doch dann erst rechts sehen, oder? Wenn es dunkel ist. Da könnte was sein. Sind wir da schon? Nee, da sind wir ja vorhin hoch. Da sind wir vorhin hochgeklettert. Steinnase! Oh, da sind wir vorhin schon. Vielleicht. Da könnte man noch gucken. Ups. Bin ich jetzt nicht durchgegangen? Ja, Katze, ich hab dich lieb. Da steht noch so eine Fahne. Oh, ein Koko. Sind noch ein paar Leute. Schau einer an. Wilden Wasserbruch. Neues entdeckt. Katze. Ich sehe nicht. Ich glaube, ich habe sie. Ich sehe da eine Kiste. Und ich muss mich nackig. Ja, ich habe den Geist gefunden. Juhu, warte, du bist irgendwie weitergelaufen, oder? Nee, da tatsächlich unter der schwarzen Galeone. Oh, ich habe eine Hand auf mir drauf. Ja, oh, kleine Katze, ich hab... Warte hier unten mal auf dich. Hallo. Ach so. Da oben. Ah. Ja, wenn es da nur eine Truhe ist, dann
kletter mal hoch, aber jetzt immer gut zu sehen, wo das war. Halt die Klappe da oben. Hast du es geschafft? Aua. Warum fällst du wieder runter? Weil da oben kaum Platz ist vielleicht? Das sah aber gut aus von hier unten. Was für ein Scheißvogel. Ich bin jetzt überlastet, aber egal. Ist noch was? Und noch eine Truhe? Nee. Aber du musst mir gegebenenfalls gleich auch toll, jetzt muss ich hier runter schießen. War wenigstens was Cooles in der Truhe drin. Ich hab's mir noch nicht angeguckt. Lass uns das angucken. Beste Waffen, eine verstärkte Stahlkeule. Dieses Drecks, diese Bemalung, ne? Also am Arm sieht's ja cool aus und am Bauch, aber im Gesicht wirkt das vom Weiten wie so ein Drei-Tage-Bart. Riecht das erst offiziell? Ich bin Mathilde. Ich habe ein Drei-Tage-Bart. Ich muss mich nicht rasieren. So, ich muss aber irgendwas ablegen. Oh, hast du gleich eingefärbt? Ja. Ist das jetzt das von dieses Oberteil von diesen komischen Wüstenhainis hier oder was? Mhm. Oberteil der schwarzen Hand. Ja, da habe ich auch. Aber da sind sie alle irgendwie leicht kaputt. Hat denn hier noch was rein? Außergewöhnlicher Jagdbogen. Ne? Aber warte mal hier, du hast doch Kohle und Chitin, das können wir bei Shenzhen. Süße. Oh, oh, Alter. Was macht sie denn? Ich habe gerade die Katze gestreichelt von rechts und sie hat sich dann gegen meinen Arm gelehnt. Dann habe ich aufgehört zu streicheln, ist sie fast runtergeplumpst. Oh Gott. Also ich bin komplett voll. Ich kann echt nichts mehr nehmen. Ja, die Katze will Aufmerksamkeit. Ich glaube, wir gehen jetzt auch mal zurück. Ich glaube auch. War auf jeden Fall erfolgreich. Ich sehe jetzt ziemlich cool aus. Auch mit dem Drei-Tage-Bart. Ja, der Drei-Tage-Bart sieht irgendwie scheiße aus. Du hast doch eine Sturmmaske. Setz die auf, dann sieht man es nicht. Ja, ich habe die jetzt aber gerade nicht hier. Gut. Und dann düsen wir mal los. At home. Jo. Warte, ich muss mich kurz orientieren. Da lang. Ja, das war mal das Massaker der schwarzen Galeone. Actionreich. Also es war aber wirklich ein ganz schönes Massaker, meine Güte. Was haben wir rumgeschlachtet? Ah, ich weiß nicht. Das Nashorn kann zwar viel tragen, aber im Nahkampf ist es doch ein bisschen behindert. Also es behindert bisschen, uns. Ein bisschen, weil es einfach so riesig ist. Ja.
und schubst uns ja auch beiseite. Vielleicht dann nächstes Mal doch eine Hygiene. Mhm. Kann dafür aber weniger tragen. Ja. Oh, so ein Spuckevieh. Ach, da rennen wir durch. Ja, lass vorbeilaufen. Aber nicht den ganzen Tag Zeit für Spuckeviecher. So, aber der Untote kommt bestimmt gleich hier wieder, ne? Ne? Wirklich? Oder nicht? Oh, hier ist ein Loch. Pass auf, dass du dich reinfällst. Von dem Sandsturm haben wir jetzt eigentlich überhaupt nichts mitgekriegt, ne? Nö, da haben wir ja gekämpft und so, ne? Das war ja eigentlich genau richtig. Da ist ein Untoter Fuzzi. Das ist ein ganz, ganzer Stamm Untoter Heinis. Das stimmt, lass mal weiterlaufen. Ob man die auch vielleicht versklaven kann? Aber ich glaube schon, das hat doch irgendwer gesagt. Da habe ich doch irgendwas mit geschrieben, echt? Untote Armee oder so. Naja, ist aber jetzt erstmal nicht wichtig. Wir haben ja erstmal genug Sklaven in Arbeit. Ich bin mir gerade nicht sicher wegen des Weges. Ich glaube, hier. Ja, ich bin jetzt auch lang gelaufen. Genau, ja, hier sind wir vorhin lang gekommen. Du bist Nerven. Boah, aber ich kann nichts mehr tragen. Vielleicht ein bisschen Spinnfäden können wir noch auf dem Rückweg sammeln. Ah, da war noch dieser Mittag-Tempel, der eine. Bist du denn? Geradewegs runtergelaufen. Ach so. Oder bist du oben weitergelaufen? Ja, ich wollte den Weg zurückgehen, den wir gekommen sind. Ja, weil du gerade was mit dem Tempel gesagt hast, dann dachte ich mir, oh, bist du bestimmt. Ich hab den Tempel. Nur gesehen, aber. Es war nur eine Bemerkung. Oh, guck mal, da ist ja einer. Und nicht, lass uns da hingehen. Ja, gehst aber doch anders. Nee, hier sind wir. Nein, wir sind vorhin aus der anderen Richtung gekommen. Ja? Mhm. Darum egal, hier habe ich wir dich auch wieder da verloren. Ich bin ja gleich bei dir, bist ja irgendwie runtergegangen. Hui. Ach, hallo. Hi. Durchlaufe. Upsi, aua. Auch leichtes Aua. Ja, aber wir sind unten an unserem Fluss. Ja. Von da ist der Weg ja nach Hause kein Problem mehr. Genau, hier kennen wir uns aus. Genau, hier ist da die eine Höhle. Höhle. Mit King. Mit dem einen King Kroko drin. Aber nicht King Kroko. Nee, ja, nicht Mega King Kroko. Prinz Kroko? Ja,
Ja, dann gehen wir jetzt nach Hause. Jo. Und ihr könnt jetzt gerne nochmal ein Like oder einen Kommentar hinterlassen, wenn das Video euch gefallen hat. Ja, und denkt dran, falls ihr möchtet, dass wir irgendwelche Tiere nach euch benennen oder mit anderen, oder ist es für euch okay, dann sagt uns das und dann werden Tiere nach euch benannt. Ja, oder schmeißt einfach irgendwelche Ideen in den Raum, also. Ja, oder so. Ne? Also werden bestimmt noch das ein oder andere Tierchen rekrutieren. Genau, und die Tiere müssen benannt werden. Also eigentlich wären mir schon die Sklaven lieber. Aber. Ja, ich würde auch gerne die Sklaven benennen. Warum? Ich glaube, der eine Sklave Horst, der behält einfach diese Sturmmaske auf, damit ich weiß, dass das Horst ist. Die Hyäne rennt hinter mir her und du rennst hinter der Hyäne her. Ich habe keine Lust mehr auf die ganzen Idioten hier. Ich laufe einfach an denen vorbei. Ja, wir müssen das Video beenden. Ah ja, noch gar nicht gemacht. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.